Shalom Aleichem. Ich bin nicht genug gut. Ich kann viel mehr machen. Ich verwirkliche nicht wirklich mein Potenzial. Ich fühle mich abgenutzt. Sehr oft, der Mensch fühlt sich blockiert und er hat keine Kraft mehr zu versuchen, zu probieren, neue Sachen. Manchmal gibt es neue Chancen, ein Fenster von neuer Opportunity, neue Möglichkeiten. Gibt's, der Masel klopft auf dem Fenster, aber der Mensch hört nicht, der hat seinen Kopfhörer momentan an. Kommt Chodesh Elul, Monat Elul, wo wir jetzt befinden, bis Rosh Hashanah, noch eine Woche und knapp. Und der alte Rebbe sagt, Hamelech Basadeh, der König, ist jetzt im Feld. Seht ihr den Feld hinter mir, Sadeh? Normalerweise, der König befindet sich in seinem Palast. Nur die Ministerin, die Prakletin, die Archistochin, die größeren Menschen können dort kommen. Ein einfacher Mensch hat nicht was zu suchen im Palast, im Parlament. Er muss schreiben einen Brief und es gibt Korrespondenten und vielleicht kriegt er eine Chance. Eine von Millionen kommt rein. Aber es gibt einmal im Jahr, jetzt diese Zeit, sagt der alte Rebbe, wo alle einfachen Menschen wie du und ich, wir sind im Feld, wir sind draußen, wir spazieren, wir arbeiten, wir fahren Fahrrad im Park halbe Stunde. Und der König ist da. Er kommt uns entgegen und lacht uns mit freundlichen Miene und freundlichem Gesicht. Und der König fragt, was möchtest du? Was willst du? Ich bin für dich da. Nutz diese Gelegenheit. Geh in diesen Monat Elul in Feld, in Landschaft und sprich mit Hashem, was du mehr besser machen willst, was er besser machen wird. Es ist gegenseitig. Gott sagt dir, Naase Adam, lass uns ein guter Mensch machen. Und nutzt diese Zeit, dass Hashem glaubt an dir, mehr Vertrauen zu geben dir selbst, mehr Vertrauen geben deine Potenzial, mehr Vertrauen geben deine Kollegen, deine Nachbarn, deine Familie, deine Freunde. Und falls habe ich was Falsches gemacht, halb so schlimm, ich bin nur ein Mensch, ein Engel macht keinen Fehler. Es ist noch kein Grund in sich so tief zu fallen. Was ich lernen muss, werde ich lernen, hoffentlich. Und das, was schwierig zu lernen, werde ich in den schwierigen Weg lernen. Aber auf jeden Fall diese Zeit zu nutzen, zu begegnen Melech Malcha Amlochim, zu begegnen Hashem, jetzt in Feld, in diesem Monat Elul, das wäre schade. Viele Leute denken, Monat Elul ist Stress, Ängste. Elul, Oili va Voili, also ist mir schlimm. Aber es gibt eine andere Seite, wie die alte Rebbe sagt, Hashem, zeig dir jetzt eine freundliche Miene. Komm rein, ich gebe dir eine Chance. Vor Rosh Hashanah, vor Neues Jahr, da ist schon der Palast ist zu. Da muss man schon richtig Türe klopfen und Kontakte haben. Jetzt ist die Chance, in aller Ruhe, nutzt ihr die Zeit jetzt in dieser Woche, zu gehen ins Feld und einfach ein offenes Gespräch mit Hashem führen über dein letztes Jahr. Was hast du gut gemacht? Was konntest du besser machen? Was werdest du kommende Jahr besser tun und machen in himmlischen Sachen, in irdischen Sachen, in Torah, in Wohltätigkeit, in Arbeit, in Karriere, in alle guten Sachen, in Freundschaft. Und was willst du, Hashem, soll dir dein Leben verbessern, erleichtern, beschenken? Ich wünsche euch alle gute Begegnung mit dem König im Feld. Und wenn Sie haben keine schöne Feld, kommt zu uns nach Frankfurt. Nicht so weit, in Ostpark gibt es einen schönen Park. Kann man sitzen, reden mit Hashem, aber in jeder Stadt gibt es einen schönen Park. Bleib gesund und stark.